Programmieren ohne nachzuschlagen ist unmöglich, darum möchte ich etwas dazu sagen. Wenn ich mich nicht erinnern kann, wie etwas geht, oder wenn ich überhaupt nicht weiß, wie etwas geht, bin ich darauf angewiesen, dass ich mit einer Suchmaschine nachschlagen kann, wie das geht. Hier suche ich zum Beispiel einen Weg mit JavaScript, eine Zahl auf zwei Stellen hinter dem Komma zu runden. Je mehr Erfahrung du hast, desto schneller siehst du an so einer Suchresultate-Seite, wo dass du am ehesten zu einer Antwort kommst. Hier sehe ich zum Beispiel, dass eine Adresse Stack Overflow lautet, und obwohl das Snippet, das darunter steht, ziemlich unverständlich aussieht, klicke ich das an, weil ich weiß, Stack Overflow, dort gibt es tendenziell Hilfe. Stack Overflow ist eine Website, wo du Fragen stellen kannst, die dann von anderen Leuten beantwortet werden. Und häufig ist das sehr akkurat und sehr aktuell. Manchmal ist es aber auch zu kurz und zu knapp. Also wenn du noch wenig Informationen zum Problem hast, ist es manchmal zu knapp. Aber es ist ein guter Ausgangspunkt. Zuerst kommt immer die Frage. Und die Frage lässt sich bewerten. Also Leute können sagen, das finde ich relevant, das ist eine gute Frage. Das ist schon einmal ein Indikator dafür, ob du hier an einer brauchbaren Quelle bist. Und hier sehe ich, es gibt 12 Antworten dazu. Und auch die sind wieder gewertet. Eine mit 60 Stimmen, eine mit 2 und hier eine mit 900. Also das ist wahrscheinlich die am relevantesten ist. Es lohnt sich aber hier immer mehrere Antworten zu lesen, um ein gutes Gesamtbild zu erhalten. Und vielfach ist nicht unbedingt die höchst bewertete Antwort die für dich am besten passt. Es lohnt sich auch, die Kommentare unter den Antworten zu lesen oder die Kommentare zur Frage. Auch dort gibt es vielfach gute Informationen. Und hier sehe ich zum Beispiel auch, dass es auf diese Frage schon eine ältere Antwort gibt. Und vielleicht kann ich auch dort noch nachschauen, ob es hier weitere Informationen dazu gibt, wie ich vorgehen soll. Aber hier sehe ich zum Beispiel keine Antwort, die 900 Stimmen hat. Die hat immerhin 600, also das ist sicher auch nicht schlecht. Und hier gibt es einen Link auf MDN und das ist gleich das nächste Thema. MDN steht für Mozilla Developer Network. Mozilla ist die Firma, die den Firefox-Browser herausgibt. Und die haben eine sehr umfangreiche Dokumentation für alle Web-Technologien von CSS über HTML und SVG bis JavaScript und Python. Und hier kannst du im Suchfeld auch direkt etwas suchen, zum Beispiel, wie geht das hier mit Math und Random? Ich weiß es nicht mehr genau. Und vielfach gibt es hier ausführliche Texte mit Beispielen, die du ausprobieren kannst. Und häufig geht es auch sehr schnell ins Detail und wird kompliziert und umfangreich, aber meist ist das in sich geschlossen und aussagekräftiger als das, was bei Stack Overflow zu finden ist. Du kannst übrigens, wenn du auf deiner Suchseite bist, direkt auf einer bestimmten Seite suchen. Manchmal weißt du ja, wo das die Dokumentation ist, aber die Dokumentation ist vielleicht unordentlich und unübersichtlich. Dann kannst du schreiben Site Doppelpunkt und dann die Adresse. Und dann deine Frage oder den Suchbegriff, zum Beispiel Random JavaScript, wie geht das? Und dann siehst du, ich habe geschrieben site://developer-mozilla.org und alle Suchresultate kommen jetzt von dieser Adresse. Dann möchte ich noch eine kleine unbekannte Website thematisieren, die heißt plainjs.com und betrieben wird die von einer Firma in den USA. Ich weiß nicht genau,
was ihre Motivation hier war und warum sie diese Seite betreuen und veröffentlichen. Es scheint sich auch nicht mehr viel zu ändern dort. Sie ist schon recht alt. Als sie herausgekommen ist, hat dieses Layout sehr frisch und modern gewirkt. Daran siehst du, dass das wahrscheinlich schon etwa 15 Jahre alt ist. Und die kommt aus einer Zeit, wo noch wenig Leute direkt mit JavaScript programmiert haben im Webbereich. Und das hat daran gelegen, dass bis vor, sagen wir, 10, 15 Jahren JavaScript sehr schlecht standardisiert war und dass die Methoden des Document-Objektes in den einzelnen Browsern zum Teil nicht gleich geheißen haben. Und das hat das Programmieren sehr erschwert und mühsam gemacht. Und hat es notwendig gemacht, eben anstelle von JavaScript andere Sprachen zu benutzen oder Sprachen, die zwar JavaScript basiert waren, aber irgendeine Vereinfachung geboten haben. Zum Beispiel jQuery, das war eine Library auf JavaScript-Basis, die aber eine eigene Syntax hatte. Also das sieht dann auch nicht aus wie JavaScript, wenn du das anschaust, sondern das hat überall solche Dollarzeichen. An diesem Dollarzeichen und den vielen Klammern erkennst du immer gleich jQuery. Und häufig, wenn du auf Stack Overflow eine Antwort suchst, ist das in jQuery formuliert, weil das eine Weile lang einfach alle Web-Developer benutzt haben. Es ist aber nicht mehr nötig, jQuery zu lernen. Also musst du das nicht, brauchst du nicht, aber ich wollte es mal gezeigt haben. Und auf dieser Seite haben sie eigentlich Werbung dafür gemacht, reines JavaScript zu benutzen, weil jQuery nicht mehr notwendig ist. Und hier findest du unter dem Menüpunkt Function, findest du ganz viele Werkzeuge und Methoden. Also nicht im Sinne von Methoden eines Objekts, sondern Methoden, etwas zu tun, wie du bei der Manipulation des DOM vorgehen kannst. Also wie kann ich ein Element finden, wie kann ich ein Element löschen, wie kann ich ein Element ergänzen und so weiter. Das ist hier sehr knapp und prägnant formuliert und das finde ich eine sehr gute Adresse, um in dieses Thema einzusteigen und um gewisse Dinge zielgerichtet herauszufinden.